Hallo und willkommen zu Oder in die Showbox. Es geht weiter mit Spearmitfahrer. Auf geht's zu den Raccoon-Brüdern. Brüdern. Da ist Theodore. Nur zu, sieh seine Waren an. Komm ruhig näher, potenzielle Kundin. Willkommen bei Raccoon Incorporation. Wir versorgen Hunnenberg schon seit Ewigkeit mit Gütern. Hast du die Klins, haben wir die Waren. Ich habe alles, was du möchtest, um deine wohlverdienten Klins loszuwerden. Komm ruhig näher. Oh mein Gott. Was ist das? Schlüssel für Hunnenberg. 500.000 Klins. Da haben wir Flusssamen. Zu viel Klims haben wir nicht. Ahornstamm. Kalkstein. Kostet da ein Kalkstein so viel, oder was? Oder die ganzen Kalksteine? Ja, die ganzen Kalksteine. Eieiei. Was war das? Diese Preise sind ja haarsträubend. Damit wird er nicht durchkommen. Möchte sie zusehen, wie ich diesen Händler zu Schnecken mache? Gut, dann mal los. Theodore! Ich weiß, was du im Schilde führst. Und du solltest dich dafür schämen, du Rammspande. Mhm. Gegen Gesellen wie dir haben wir Mittelfehl. Was? Aber meine Dame, was soll das so bedeuten? Meine Freundin hier ist die neue Seelenfährfrau. Aber sie ist nicht von gestern. Genauso wenig wie ich. Diese kleine Masche funktioniert bei uns nicht. Aber ich kann versichern, dass meine Geschäftspraktiken absolut korrekt sind. Ich warne dich, du betrügerisches Geschrift des Wiesel. Dieses Verhalten werde ich keine Sekunde lang dulden. Keine Gaunereien und Betrügereien mehr. Einfach nur faire Preise. Also hör sofort auf mit deiner Unehrlichkeit. Und beim nächsten Mal werde ich versuchen, netter zu sein. Wenn du dich schlauer verhältst. Verstanden? Aber, ja. Na, natürlich. Ich verspreche, ich werde meine Preise sinken werden. Bitte schimpf nicht mehr mit mir. Ich gebe dir sogar einen Rabatt. Wie geil. Hey, du. Ja, du. Deine Freundin hat mir diesen geringen Händler aber so richtig gegeben. Ihr seht beides aus, als könntet ihr die Obergeschossbeine beitreten. Du möchtest ihr doch beitreten, nicht wahr? Ich kann es in deinen Augen sehen. Ich kann nicht lügen. Hier oben ist es wirklich ziemlich cool. Ja, nur die besten Leute sind hier oben. Aber freu dich nicht zu früh. Irgendein Idiot hat die Leiter zertrappelt. Um hier hoch zu gelangen, musst du übermenschliche Sprungkräfte besitzen. Du könntest natürlich auch die Treppe im Haus benutzen. Aber ein anderer Idiot hat den Schlüssel verloren. Nun ja, man sieht sich. Lang lebe die Obergeschossbande. So, du hast Hunger. Wie ist das denn? Nein, tut mir leid, Stella. Du weißt doch, dass ich absolut kein Obst essen kann. Ich habe es ja versucht. Es geht einfach nicht. Mag nicht Obst. Das Gericht ist gewöhnungsbedürftig. Sind das Schalentiere? Oh nein. Nicht für mich. Tut mir leid. Alles mit Schalentieren. Wie geil. Dann lass mal. Dir gebe ich jetzt nichts zu essen. Okay, da kostet es jetzt 5.000. Damit kann man schon mal ein bisschen arbeiten. Die kosten jetzt nur noch 70, 140. Wenn du ein Feld mit diesem anpflanzt, wächst Flachs heran. Ja, das müssen wir uns kaufen. Da wächst Mais. Das sind Kaffeebohnen.
Karotten, Rüben. Ich glaube, da kaufe ich mir auch mal ein bisschen Mais und dann Kaffeebohnen. Wunderbar. Fantastisch. Wenn du alles hast, was du brauchst, dann werde ich mich wegdrücken. Du kannst ja so lange bleiben, wie du möchtest. Wir treffen uns dann am Kai. Ein Spaziergang am Tag fällt gesund. Da fällt mir ein. Ich war schon lange nicht mehr beim Arzt. Oh nein. Warum muss ich auf einmal an meine Gesundheit denken? Ich fühle mich plötzlich so schlecht. Ich bin krank. Mir geht es gut. Guten Tag. Ich bin beschäftigt, Fräulein. So, ich frage mich, wie man da hochkommt. Da gibt es nämlich auch Clinch. Apropos, wir haben ja eine Flasche mit Clinch bekommen. Was kann die denn? Hat die uns einfach ein bisschen Clinch gegeben? Du sollst die Katze nicht lieb haben. Wahrscheinlich kommen wir dann da hoch, ne? Mit einem Doppelsprung. Kann ich mir gut vorstellen. Können wir hier rein? Da gibt's was. Rübensamen und Karottensamen. Beste Investition. Da drin ist auch noch was. Karottensamen und Rübensamen. Das kann man nämlich am Tag gar nicht sehen, ne? Nur wenn Nacht ist. Das ist ja krass. Vielleicht gibt es da drüben im Haus auch noch was. Gibt's. Aber da komme ich nicht rein. Alles klar. Das ist echt cool. Das Spiel gefällt mir wirklich von Minute zu Minute besser. So, es ist dunkel, wir können nicht navigieren, aber wir können hier anpflanzen. Jetzt kannst du den Samen dort sehen. Versuch's doch mal. Holen wir uns erstmal hier was raus. Bevor das abkohlt hier. Ach, Kohle bekommen wir dadurch. Okay. Okay. Ja, dann lass mal. Ich bin zufrieden. Maissamen, Kaffeebohnensamen und Flachssamen. Wir haben doch auch noch andere eingesammelt, Karottensamen und so. Wo waren die denn? Kann man nicht das irgendwie das Inventar öffnen oder so? Inventar, ja. Ja, haben wir. Was ist das denn? Alter Teppich. Versucht, verursacht Schwindelgefühle, wenn man es dann anstatt. Sollte verkauft werden. Oh wow, jetzt haben wir 250 Klins bekommen. Und eine leere Flasche. Was können wir denn mit der leeren Flasche machen? Nichts, oder? Ah, hier haben wir 5. Kann in der Gießerei zu Glas eingeschmolzen werden oder bei bestimmten Aktivitäten als Behälter verwendet werden. Interessant. Da ist sie. Ich brauche nur ein Taschentuch oder sowas.
Ich möchte sie mit etwas Bärensaft versaut. Ich möchte, dass sie mit ihr etwas mit Bärensaft versaut wird. Egal. Kannst du die Zitrone für mich aufbewahren? Aber nicht ausquetschen. Moment mal. Vielleicht könntest du mir ja helfen. Auf dieser Insel gibt es nichts mehr zu essen. Mein Magen fühlt sich immer leer an. Vielleicht könnte ich dir sogar auf deinem Schiff helfen, beim Kochen, Angeln und Bauen. Ich habe zwar meine Gewürze und Werkzeuge nicht dabei, aber wir finden schon einen Weg. Grüble nicht zu lange darüber nach. Lass uns einfach zu deinem Schiff gehen. Juhu! Da ist er. Stella? Oh, wow. Dieses Schiff ist atemberaubend, aber jetzt kommt das Beste. Du kleine Gaunerin, mach dich bereit für ein Familientreffen. Wie geil ist das denn, ein Frosch? Ich bin Stella, dein Onkel Arthur. Überrascht? Hoffentlich positiv. Ich war schon eine ganze Weile auf der Insel. Ich konnte es kaum erwarten, mit dir in die See zu stechen und mir alles anzusehen. Ich hatte nur mich in meine Gedanken, aber jetzt habe ich dich, Keimling. Begeben wir uns auf ein großes Abenteuer los. Aber Moment mal, ist das ein... Was hat er denn? Ich wusste es. Das ist ein Seemeister 2000. Den habe ich noch nie in Aktion erlebt. Ich habe nur Gerüchte gehört. Damit soll man die größten und geletztesten Fische fangen können. Wow, Stella. Du hast dich ja wirklich etwas Hübsches gegönnt. Aber Moment mal, da fehlen noch ein paar Schrauben. Lass mich raten. Du hast bisher hauptsächlich Müll an Land gezogen. Nun, damit ist jetzt Schluss. Du wirst den Unterschied sofort merken. Probier mal aus. Für mich den alten Bewunderer. Oh, wir haben eine neue Angelrute bekommen. Oh, je, was war das denn? Ein Kalmar. Gute Arbeit. Die hatten keine Chance. Du gehst ja wirklich ran an die Sache. Deshalb bist du auch eine Expertin. Die professionelle Vorführung hat mich beeindruckt. Da fällt mir ein. Auf der Insel hatte ich dieses glänzende Ding in meiner Tasche. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut ist. Vielleicht kannst du es behalten, damit es nicht verloren geht oder so. Oh Junge, ich brauche eine Verschnaufpause. Und übrigens, vielleicht bist du neugierig und hast es bereits versucht. Aber ja. Das Wasser ist sehr salzig. Nun gut, ich werde mich mal etwas umsehen. Und wenn dir danach ist, kannst du nach Herzenslust angeln. Juhu, wir haben den Obolus bekommen. Sieh dir das an. Du hast zwei Obolusse. Erinnerst du dich noch an den Schrein des Hummelnbergs? Ich würde versuchen, sie dort zu spenden. Mit etwas Glück passiert etwas Fantastisches. Falls nicht, hast du deine Zeit verschwendet. Du solltest es herausfinden. Das machen wir auch sofort. Ist mir sofort in den Gedanken gekommen. Uiuiui. Geht ganz schön weit raus. Da müssen wir hin. So, dann können wir angeln.
eine Keramikschüssel bekommen. Okay, eine schicke Vase. Die kann man, denke ich mal, für einen guten Preis verkaufen. Oh, was ist jetzt los? Ja, da kommen wir schnell her. Das nenne ich mal ein Unwetter. Keine ehrenwerte Person würde dich zulassen, dass eine ihre Freundin vom Blitz getroffen wird. Aber ich denke, du solltest mal versuchen. Du hast ja das Immerlicht, das wird dich beschützen. Die Blitze erzeugen dort Funken, wo sie einschlagen werden. Lauf in diese Funken. Oh, ich hätte fast vergessen, hast du eine leere Flasche? Wenn du eine leere Flasche hast und vom Blitz getroffen wirst, erhältst du einen aufgefüllten Blitz. Ist das nicht irre, diese Welt? Abgefüllte Blitze sind ziemlich praktische Ressourcen, also sei immer damit darauf vorbereitet. Hier, ich habe zum Anfang ein paar Flaschen für dich, aber keine Sorge, sie sind jetzt leicht zu finden. Hat dich auf dem Nervenkitzel deines Lebens gefasst. So, wo sieht man den Blitz einschlagen? Da oben? Nee. Das ist ja witzig. Geh hoch, verdammt. Da bekommt man sogar Klimis. Aufgefüllte Blitze. Das ist cool. Oh, Gott sei Dank. Eine kurze Zeit lang war ich mir nicht sicher, ob du das schaffen würdest. Du hast deinem Onkel einen ganz schönen Schreck eingejagt. Hast du den Donner gespürt? Wie aufregend. Du kannst beim Einfangen der ganzen Blitze überall an Bord eine ziemlich gute Figur gemacht. Danke, dass du die beste Kapitänin bist, die man sich wünschen könnte. So, da haben wir ja einige Blitze gefangen, denke ich. 8 abgefüllte Blitze. Was man mit denen wohl schaffen kann. Auf jeden Fall hauen wir uns jetzt erstmal aufs Ohr. Sieht aus, als wären die hätten die Samen befruchtet. So, ich muss nur mal gießen. Und 10 Kaffeebohnen. Und ganz schön viel Mais. Ah, hier kann ich also nur Getreidesamen einpflanzen. Ein Appetithäppchen wäre jetzt genau das Richtige. Ich kann nicht immer dasselbe essen. Tut mir leid, ich hasse Obst. So, was wollen wir denn kochen? Kaffee. Das mag sie ja. Das ist extrem schnell fertig. Zwei schwarze Kaffee.
aus mit dem Kalamar. Der dauert lang. Junge, diese Aussicht hier ist atemberaubend. Das Meer und die Sonne, die Brise auf meiner Haut, das perfekte Gefühl. Ich bin gerade auf deinem Schiff mit dir, meiner Nichte. Ich wünschte, deine Tante Viv könnte ich gerade sehen. Wie du dein eigenes Schiff steuerst, diesen gestandenen Seelen hilfst. Es wird dich herzerwärmend. Ich bin froh, dass du dich von dieser Insel abgeholt hast. Ich werde versuchen, dir auf dem Schiff nicht zur Last zu fallen. Außer wenn es ums Essen geht. Ich werde nie aufhören, dich um die leckere Mahlzeit zu bitten. Was macht er denn? So, schauen wir mal ganz kurz seine Stimmung. Liebt Regentropfen auf der Haut, hat Hunger. Bekommt eine Umarmung. Ah, ich glaube, mit der schönen Umarmung beenden wir auch diese Folge. Wunderbar. Okay. Die Folge endet hier. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Danke für den Support. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Ciao.